2019 hat Pirelli mit dem Scorpion einen Mountainbike-Reifen ins Programm genommen, den es in unterschiedlichen Dimensionen und Ausführungen gibt. Im vergangenen Jahr haben die Italiener nachgelegt und mit dem Pirelli Scorpion eMTB einen Reifen präsentiert, der für die höheren Belastungen am E-Bike ausgelegt ist. Wie das Modell für das herkömmliche Bike gibt es den Scorpion eMTB mit drei Profilen. Alle drei sind 2,6 Zoll breit und in 27,5 Zoll oder 29 Zoll erhältlich. M ist das vielseitige Profil für Mixed Terrain, S das aggressivere für Soft Terrain, R schließlich ein für das Hinterrad optimiertes Profil. Wir haben sie in 29 Zoll Größe aufgezogen und vorher auf die Waage gelegt. Der Scorpion eMTB S wiegt 1344 Gramm, der M 1296 Gramm, der R ist mit 1274 Gramm die leichteste Variante. Smart Grip Plus nennt sich die Gummimischung des Reifens, die mit Lignin verstärkt ist und dadurch beste Leistungen trotz des höheren Gewichts und der Geschwindigkeit eines E-Bikes abliefern soll. Die Hyperwall-Karkasse soll die Seitenwände stabil machen und Durchschläge sowie Durchstiche verhindern. Die Montage auf Raceface-Felgen mit 36 mm Innenweite funktioniert problemlos. Der Scorpion wölbt sich sehr schön mit breitem Querschnitt auf. Alle Profile rollen gut. Der Scorpion R hat viele kleine Profilblöcke in der Mitte und flache Seitenstollen mit großem Zwischenraum. Er rollt exzellent und bietet gute Traktion, solange der Boden nicht so tief und matschig wird. Dann leiden Seitenführung und Bremstraktion, was auch für sehr loses, trockenes Terrain gilt. Der Scorpion M rollt auf seinen zahlreichen kleinen Profilblöcken gut, bietet auf verschiedenen Untergründen guten Halt, auch bei Nässe. Auch er verliert an Seitenhalt, wenn der Untergrund sehr lose wird. Der Scorpion eMTB S schließlich bietet mit seinem Profil aus längeren, offenstehenden Blöcken, mittig angeordneten Brems- und Lenkstollen sowie versetzten Schulterstollen verlässlichen Halt, auch wenn es rutschig wird und schnelle Kurven durchfahren werden. Die Reifen haben uns überzeugt. Ihre Profile sind gut konzipiert. Die Gummimischung könnte für noch besseren Halt bei allen Konditionen etwas weicher sein. Je 69,90 € kostet der Pirelli Scorpion eMTB in allen Ausführungen.